Okay, war das eine Stinkbombe? Das war eine Stinkbombe! David leidet unter einer rätselhaften Krankheit. Hoffentlich findet ihr ein Heilmittel, bevor es zu spät ist. What? What? Wir sind sick, Leute. Wir sind sick. Heilmittel finden. Das Gas aus der Statue hat mich ganz krank gemacht. Wenn ich nicht bald irgendwo Medizin finde... Oh, es sollte mich besser beeilen. Was machen wir denn jetzt? Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims Inselgeschichten. Holy moly, habt ihr mir viele Nachrichten hinterlassen, habt ihr oft auf dieses Video geklickt und wart ihr einfach nur absolut begeistert von dieser Story und von diesem Game. Bin ein bisschen positiv überrascht, wie cool ihr diese alten Games findet und dass ihr direkt auch eine Fortsetzung wolltet und direkt halt auch einen zweiten Teil wolltet. Können wir mal ganz kurz drüber sprechen. Beim letzten Mal sind wir mit dem lieben Daniel Brenner auf dieser einsamen und einfach mysteriösen Insel gestrandet und wir haben ja die ersten Inselaffen kennengelernt. U-I-U-A-A, Ting Tang, Walla Walla Bing Bang. Wir haben außerdem unser erstes Lager errichtet. Ja, mit einem kleinen Lagerfeuer und einer coolen kleinen Kiste hier. Also es war schon richtig cool, Leute. Wir haben außerdem eine seltsame und mysteriöse Skulptur entdeckt. Ja, das ist diese hier. Ich weiß noch nicht ganz genau, was wir hier machen sollen. Und wir haben außerdem den Auftrag, dass wir uns das Überleben sichern sollen und dass wir eine Art Job auswählen sollen. Also zumindest habe ich das irgendwie so übersetzt. Und ihr habt mir gesagt, Andi, das ist überhaupt kein Thema. Ich empfehle dir als Karriere, den Handwerker auszuwählen. Und soll ich euch was sagen? Genau das machen wir, nachdem wir das Holz hier alles klitzeklein geschlagen haben. Vielen lieben Dank für eure ganzen krassen, coolen Kommentare und vor allen Dingen auch für euer Feedback, was wir auswählen sollen als Karriere und so weiter. Da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und das weiß ich auch zu schätzen, weil das ist nicht selbstverständlich. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, was heute alles passiert. Wie sehen denn unsere Bedürfnisse eigentlich aus? Ich meine, ich lasse den Typen jetzt hier die ganze Zeit irgendwelches Holz schlagen, aber was ist hier los? Wir wählen jetzt erstmal den Job aus, genau. Möchte David als Handwerker arbeiten und als Blattfalter beginnen? Pro Tag bringt David 50 Essen und 48 Ressourcen nach Hause. Es ist schon, das ist ja wirklich wie eine Karriere. Das ist ja mal richtig cool gemacht. Ja, das wollen wir auf jeden Fall. David startet eine neue Karriere. Du wirst benachrichtigt, wenn es Zeit für David wird, zur Arbeit zu gehen. Alles klaro. Vielen Dank. Oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Wir haben außerdem so ein bisschen Probleme hier mit unserem Harndrang und mit unserer Hygiene. Dann benutzen wir erstmal hier den Busch und danach können wir hier so ein bisschen schwimmen. Geht das hier nicht? Können wir hier nicht schwimmen? Hierhin schwimmen. Da geht das. Ist der Boy jetzt zur Arbeit? Er ist tatsächlich zur Arbeit. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Er ist direkt zur Arbeit gegangen. Ich habe gedacht, wir haben noch ein bisschen Zeit irgendwie. Sag mal, wie lange ist denn der jetzt eigentlich bei der Arbeit? Können wir da bitte ganz kurz drüber sprechen? 9 bis 12 Uhr ist er bei der Arbeit. Ich glaub's ja einfach nicht. Naja. Gut, den ganzen Vormittag, ne? Er muss kochen und er muss Mechanik können. Okay, um eine Beförderung zu kriegen. Ist ja auch cool, im Busch bzw. im Dschungel befördert zu werden. Oh, sieh nur, da ist einer der Orang-Utans. Warte mal, ich muss pausieren. Da ist einer der Orang-Utans. Ob Vajata Freundschaft schließen möchte oder ist Vajata wegen Bubi hier? Willkommen, haariger Freund. Wo ist er denn? Ach, hier drüben. Oh, das ist einer der Affen. Der Inselaffen, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Hallo. Bitte. Versuch erstmal eine Banane zu geben. Wir wollen erstmal in Kontakt treten mit dem süßen Affen. Klaut er jetzt unsere Skulptur hier vom letzten Mal? What are you doing, Ape? Okay, er benutzt nur unser Badezimmer. Das ist alles ein bisschen weird. Hallo? Warum? Hat er nicht einen eigenen Dschungel, wo er hingehen kann? Können wir jetzt bitte mit ihm reden oder so? Oder warum ist er denn jetzt hier? Ja, wir können mit ihm spielen. Hallo, Vajata. Oh, das ist ja toll. Mit Orang-Utan anfreunden ist unser Ziel. Das ist ja mal absolut goldig. Oh, das ist richtig süß. Ich hoffe, dass wir das können. Er klettert auf die Palme. Oh, wie süß es animiert ist, Leute. Das ist mal richtig goldig. Können wir jetzt bitte mit dir interagieren, du süßes kleines Geschöpf? Bitte. Lass uns mit dir interagieren, wie er einfach die Kokosnuss weggeworfen hat. Ich kann nicht mehr. How are you? Wir geben dir doch nochmal eine Banane. Ich glaube, wir pflegen dich auch, ne? Ja. Wie heißt der nochmal? Vajata, stimmt. Ich glaube, dass das der Chef war, oder? War das der Chef? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ist ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe. Wir haben die Freundschaft. Oh, das ist ja mal
richtig cute. Ist doch alles Gute, bekommt seine Banana. Bananas in Pyjamas sind lustig anzusehen. Lausen die sich hier gerade? Ich glaub's nicht, sie lausen sich. Wir haben so ein bisschen Hunger. Dann lass uns mal schauen, dass wir hier vielleicht das Feuer anzünden und uns ein bisschen was hier zu essen machen. Wir wollen außerdem einen Fähigkeitenpunkt haben und wir wollen einen Regenwasserturm besitzen und wir wollen Bücherregal besitzen. Alles klar. Warte mal, können wir denn eigentlich noch was bauen? Ich glaube, wir können nichts mehr weiter bauen, ne? Ich glaube, das geht irgendwie nicht. Wartet mal. Ich muss hier mal ein bisschen hier... Heißt das, wir können hier auch so Steine platzieren? Das ist ja mal absolut großartig. Haben wir nichts, um Fähigkeiten aufzubauen? Das ist mal absolut seltsam. Okay, ich glaube, dass wir tatsächlich noch nichts richtig bauen können. Wir müssen noch ein bisschen warten, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Dann mach erstmal hier dein Feuer an. Leute, ich muss wirklich, wirklich sagen, dass das so viel Bock macht, dieses Spiel. Also großartig. So, dann machen wir uns jetzt mal einen Karpfen. Oh, ich liebe Fisch, ne? Ich könnte jetzt auch direkt schon wieder irgendwas essen. Ob ich vielleicht heute Abend Sushi bestelle? Vielleicht, Leute, vielleicht. Ist der Orang-Utan jetzt sowas wie unser Mitbewohner oder so, der hier die ganze Zeit was wegwirft? Kann das sein? Ich bin sehr gerne mit diesem Tier zusammen. Ob wir nun zusammen spielen oder schmusen, wir sind immer glücklich miteinander. Ich muss was dafür tun, damit unsere Beziehung weiterhin so eng bleibt. Das können wir auf jeden Fall machen, wenn wir gegessen haben. Oh, kann das sein, dass das angebrannt ist? Das sieht richtig angefackelt aus. Oh, dieser Orang-Utan ist wirklich cool. Vielleicht hat Vajata, okay, das ist der richtige Name, ja Lust, hier bei uns zu bleiben. Sag nicht, dass wir ihn... Wir wollen ihn adoptieren, Leute. Oh mein Gott. Es ist, Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Natürlich wollen wir den Boy adoptieren. Oh mein Gott, schaut mal. Jetzt ist er hier in unserem Familienstammbaum. Können wir ihn etwas steuern? Wir können ihn steuern. Oh mein Gott. Das ist ja mal richtig goldig. Warum ist das so süß? Wir müssen uns... Warte mal. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wir müssen uns jetzt erstmal... Also, das ist total süß. Alles klaro. Wir heißen den süßen Mann jetzt erstmal hier willkommen, indem wir Grimassen schneiden. Und wir können ihn auch nochmal pflegen und wir können ihm auch nochmal eine Banane geben. Ich hoffe, bist du männlich oder weiblich? Ich will dich korrekt ansprechen. Der Affe ist arbeitslos. So viel ist geklärt. Kreativität, Logik und Körper hat er, der Orang-Utan. Das ist ja mal richtig toll. Wieso ist dieses Spiel so geil? Oh mein Gott, wir können ihn auch küssen, den Daniel. Als Orang-Utan natürlich nur. Ich liebe alles daran, Leute. Können wir jetzt den Daniel küssen? Wir können ihn küssen, oder? Wir können ihn... Oh mein Gott, bitte, bitte küss ihn. Oh mein Gott, wie süß. Oh, wir pflegen ihn mal. Lass uns mal gucken, ob dann die Hygiene bei uns hochgeht, wenn er uns laust. Die Hygiene geht hoch, wenn uns der Affe laust. Leute, ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen. Und ich bin mehr als happy mit diesem Spiel. Es ist einfach so. Oh mein Gott. Jagen. Wir pflegen mal nochmal. Und dann können wir auch nochmal spielen. Und dann können wir auch nochmal küssen. Wir wollen das volle Potenzial dieser Beziehung ausschöpfen, Leute. Wir haben auch bisher keinen weiteren Auftrag bekommen. Deswegen lassen wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen lausen. Noch, wenn das komisch sich anhört. Und dann würde ich sagen, können wir noch ein bisschen Mechanik lernen. Denn das brauchen wir ja für unseren Job, ne? Um befördert zu werden. Wir brauchen... Den Kochenpunkt haben wir schon. Wir brauchen nur noch den Mechanikpunkt. Und dann werden wir... vielleicht beim nächsten Mal befördert. Es ist auch interesting, dass wir jeden Tag arbeiten müssen. Wir haben keinen Tag frei. Wer nochmal sagt, dass das Leben auf einer tropischen, einsamen Insel nice ist, der lügt, Leute. Der lügt. Können wir eigentlich den Affen... Nee, lass mal. Können wir den Affen vielleicht Essen holen? Suchen? Essen holen, suchen? Was ist das bitte für ein Satz? Blödsinn machen können wir ihn mal machen lassen. Und Kokosnusssaft trinken können wir ihn machen lassen. Er hat ja nicht sowas wie Wünsche, ne? Das geht ja hier alles nicht. Ich bin immer noch ein bisschen ratlos, was dieses Arbeitslos bedeutet. Falls ihr dieses Spiel schon gespielt habt, und ich weiß, ein paar von euch haben das, aber falls ihr das gespielt habt und mir auch Hinweise geben könnt, sehr, sehr gerne, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin absoluter Noob. Ich lasse mich, wie gesagt, von diesem Spiel so ein bisschen treiben. Aber vielleicht verpasse ich ja irgendwas. Ich habe auch gesehen, es gibt über 20 Kapitel und ich glaube, wir sind in Kapitel, lass mich nicht lügen, 4 oder 5. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns. Können wir dann, ich weiß gar nicht, vielleicht sollten wir dann auch nochmal zu diesem Wrack gehen, zu diesem Flugzeugwrack, was wir beim letzten Mal gefunden haben. Weil da konnte man Schrottteile sammeln. Vielleicht sind das Dinge, die wir brauchen, um noch mehr Möbel zu bauen. Lass uns mal gucken, ob wir das machen. Wenn Vajata im Lager etwas mithilft, kann ich mich um die wichtigeren Dinge kümmern. Von dieser Insel wegzukommen zum Beispiel. Okay. Das heißt, wir können Vajata arbeiten lassen.
Job geben. Oh mein Gott. Leute, das Spiel wird immer besser. Warum haben wir sowas nicht in aktuellen Sims-Teilen? Ich meine jetzt nicht mit Tieren oder so, aber an sich das Gameplay. Hast du deinen Punkt jetzt bekommen, deinen Mechanikpunkt? Nee. Aber du levelst auch gar nicht Mechanik gerade. Why? Okay, dann beende das mal bitte. Irgendwie levelst du das gerade nicht. Dann gib mal bitte... Oh Gott, es regnet. Ja, das wissen wir. Dann gib mal bitte deinem Affen hier so ein bisschen den Job. Genau. Genau, Handwerker sind wir ja selber. Vielleicht können wir ihn sammeln lassen. Heißt das jetzt, dass er das macht? Karriere beginnen. Mein Gott, never. Da ich mich jetzt nicht mehr so sehr um Essen und Ressourcen sorgen muss, kann ich mit meinem Floß weitermachen. Ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach. Er ist einfach ein Müllschleuder jetzt. Eine Müllschleuderin ist er. Sie, sorry. Oh mein Gott, dann wissen wir jetzt auch, dass Vajata eine sie ist. Also weiblich. Und dann haben wir hier auch die Punkte, die wir entsprechend vergeben müssen. Es ist, also, was soll ich sagen, Leute? Jetzt lass uns mal bitte ganz kurz schauen, ob wir nicht doch noch Mechanik leveln können. Ich weiß, dass es regnet. Ich weiß. Kapitel 5, das bindende Auge. Ich brauche noch mehr Bauteile für mein Floß. Ich werde mich mal auf der Insel umsehen. Ich glaube, dass er aktuell gar nicht lesen will. Er will tatsächlich jetzt nach Sachen suchen für das Floß. Wir gehen mal nächtlich nochmal zu dem Flugzeugwrack. Wir schauen uns das mal an. Welcome to the Flugzeugwrack. Vielleicht finde ich im Flugzeugwrack etwas. Ja, das hoffe ich für dich, süße Maus, denn wir sind hier nicht umsonst hingegangen. Das ist denn unsere Aufgabe? Hallo, Wrack, where are you? Hier sind Sachen, Wrack durchsuchen. Ah, wir können die einzelnen Teile anklicken. Okay, dann machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob das so klug war, tatsächlich hier irgendwie während der Nacht hinzukommen, aber, tja. Was ist das? Ein Juwel? Ich gehe jede Wette ein, dass das Bubis fehlendes drittes Auge ist. Wie geil. Ich kann kaum abwarten, Bubi zu zeigen, was ich gefunden habe. Er wird sich ja so freuen. Haben wir dieses Juwel in unserem Inventar? Ich glaube nicht, ne? Ach, das haben wir jetzt erst ins Inventar genommen. Kann das sein? Ja, hier, mysteriöses Juwel. Cool. Ah, da müssen wir auch nicht weiter suchen. Aber ich weiß, dass hier irgendwo Schrottteile lagen und dass wir das durchsuchen konnten. War das nicht so? Hier lag da irgendwo Schrott. Hier hinten, da, Teile sammeln. Das machen wir mal. Okay, das gibt ganz normale Ressourcen nur. Ich habe gedacht, dass das irgendwie andere Ressourcen sind. Wir haben insgesamt auch 103 Essen und 101 Ressourcen. Also wir sollten auf jeden Fall easy überleben können. Okay, dann gehen wir jetzt aber auf jeden Fall nach Hause. Gibt es irgendeinen Button, den ich klicken kann? Oder muss ich hier nach Hause zurückkehren? Perfekto. Dann geh mal bitte nach Hause, süße Maus, lieber Daniel. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu Hause. Und dann setzen wir der Statue das dritte fehlende Auge ein. Das dritte fehlende Auge ein, ist das richtig? Das fehlende dritte Auge ein, so rum ist richtig. We are back home, Bubi, ich bin zurück. Ich habe eine Überraschung für dich. Perfekto, Auge ersetzen. Müssen wir das Auge einfach nur ersetzen? Ja, Auge der Statue ersetzen. Und hallo, Vajata, ich hoffe, es geht dir gut. Du hattest einen schönen Tag. So, jetzt bitte, bitte setz es ein. Oh mein Gott, es ist so großartig. Okay, war das eine Stinkbombe? Das war eine Stinkbombe! David leidet unter einer rätselhaften Krankheit. Hoffentlich findet ihr ein Heilmittel, bevor es zu spät ist. What? Oh, Bubi, was habe ich nur getan? Bäh, ich fühle mich, als hätte ich gerade mit einem Grippevirus geknutscht. What? Wir sind sick, Leute. Wir sind sick. Heilmittel finden. Das Gas aus der Statue hat mich ganz krank gemacht. Wenn ich nicht bald irgendwo Medizin finde... Oh, es sollte mich besser beeilen. Holy moly, wir sind sick as a dog. Wir müssen, David leidet unter... Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Begib dich in den Urwald, um ein Heilmittel zu finden. Erkunde zunächst gebrochene Flügel und halte nach einem Baum Ausschau, in den der Blitz eingeschlagen hat. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Das heißt, wir müssen zurückgehen. Alter, wie wild es ist. Nee, du musst jetzt mal ganz kurz hier drauf verzichten. Kannst du hier vielleicht einen Kokossaft dir gönnen, liebe Vajata? Und wir müssen jetzt erstmal nach einem Heilmittel suchen. Wenn das kein Zeichen ist, weiß ich auch nicht weiter. Hier hat der Blitz eingeschlagen und hier müssen wir erkunden. Holy moly, der hat den... Oh, schattige Lagune. Oh, wir haben einen neuen Ort freigeschaltet. Oh, Leute, es wird jetzt richtig spannend. Es wird richtig spannend. No way. Warte. David leidet unter einer rätselhaften Krankheit. Das wussten wir. Wow, dieser Ort ist einfach fantastisch. Und Penicillin gibt's hier auch noch.
Ist das etwa ein Haus? Ist das unser Haus jetzt? Das sieht ja mal so cool aus, Leute. Schaut mal. Können wir hier reingucken? Wir können hier reingucken. Alles klar. Wow, Leute, ein richtiges Bett und so. Und ein Schrank. Oh mein Gott, dass ich das mal sage. Medizinkoffer benutzen. Müssen wir den benutzen jetzt? Ich weiß es nicht. Wir benutzen mal den Medizinkoffer. Ich habe keine Ahnung, wem dieses Haus hier überhaupt gehört. Sind das Eingeborene oder so? Ich habe gar keine Ahnung. Es ist einfach sehr mysteriös. Sehr mysteriös, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, dass wir eingeschlafen sind. Sind wir bewusstlos geworden? Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Wie wild dieses Spiel einfach ist. David wurde geheilt. Das ist schon mal absolut großartig. Kapitel 6, ein neuer Tag bricht an. I love that, I love that. Das heißt aber nicht, dass wir hier zu Hause sind. Kann das sein? Okay, wir haben noch keinen Auftrag. Wir gucken mal. Ich fühle mich wie neugeboren. Das ist wunderbar. Hier klingt das aber auch ganz anders irgendwie. Ist hier irgendwie ein Wasserfall oder so? Es ist schön zu wissen, dass schon mal jemand auf dieser Insel gelebt hat. Vielleicht ist derjenige ja noch hier. Hier in der Hütte werde ich bestimmt was finden, damit ich das Floßgestell zusammenbinden kann. Ja, dann gucken wir doch mal. Wir können hier entspannen. Okay. Müssen wir hier irgendwie hingucken? Hier vielleicht Teile sammeln. Lass uns mal gucken, ob wir hier Teile finden. Was ist denn das Cooles hier? Das sieht ja mal richtig nice aus. Hier gibt es auch einen Grill. Das finde ich auch richtig cool. Hier gibt es ein Feuer. Hier sind Seile, Leute. Wie cool, perfekt. Diese alten Fallschirmseile werden bald ein weiteres Leben retten. Je schneller mein Floß fertig ist, desto schneller bin ich wieder zu Hause auf meiner Couch vor dem Fernseher. Fühle ich absolut, fühle ich absolut. Wissen wir, wir müssen jetzt zurück, ne? Warte mal, hier gab es doch auch eine Karte. Kommen wir von hier aus direkt wieder nach Hause. Hier ist die schattige Lagune, da ist die simlische Stadt, das waren die Affen. Hier ist der gebrochene Flügel, da war das Flugzeugwrack. Oh mein Gott, können wir etwa direkt zurückreisen? Oh mein Gott, wir können direkt zurückreisen. Okay, wow, da hätte ich vielleicht besser aufpassen sollen bei der Erklärung. Aber dann gehen wir natürlich... Wie süß ist es mit diesem Affen, ne? Dann gehen wir natürlich wieder zurück nach Hause, Leute. Okidoke. Dafür, dass wir die ganze Nacht wach waren, geht es uns aber eigentlich ganz gut. Unsere Aufgabe ist jetzt, dass wir die Floßstämme zusammenbinden sollen. Dann machen wir das jetzt auch. Dann walte deines Amtes und binde diese Stangen zusammen. Oh mein Gott, das ist großartig. Das ist großartig, Leute. Oh, gleich ist alles zusammengebunden. Ihr feiert ja genauso wie ich diese Zwischensequenzen und ich finde es auch richtig nice gemacht. Cool, das haben wir jetzt zusammengebunden. Nicht schlecht für mein erstes Floß, würde ich sagen. Ja, absolut ist das gut. Leider fehlen mir noch ein paar Teile, bevor ich mich auf den Weg machen kann. Das ist doch gar kein Thema. Es dauert wohl eine Weile, bis ich das Floß fertig habe und die Lagune und die Hütte sahen ziemlich einladend aus. Ich ziehe dorthin. Wie cool. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Ausziehen. Können wir etwa hier genauso umziehen wie in den anderen Sims-Teilen? Das ist schon ein bisschen nice, ne? Leute, wir haben unser erstes Haus. Wie geil. Du hast eine Story-Belohnung freigeschaltet. Oh, amazing. Eigentlich ist es nicht mehr viel als eine Bruchbude, aber der Preis stimmt. Wie der Preis stimmt. Zahlen wir Miete? Wie frech ist das? Wir haben jetzt hier erstmal die Kiste. Die müssen wir ja wahrscheinlich irgendwo abstellen, gehe ich mal von aus. Ja, es ist ja dumm, dass ich die hier draußen abstelle. Ich tue mich, weißt du, ich tue halt auch schon wieder so, als hätte ich noch nie ein Sims-Spiel gespielt, ne? So, jetzt tue ich mal das hier rein und die Statue, tue die mal dahin. Ich weiß nicht, ob das so gewünscht ist. Dank des vorherigen Besitzers habe ich sogar fließendes Wasser, was man von meiner ersten Wohnung in der Stadt nicht behaupten konnte. Ich sollte auf meinen Wasserverbrauch achten und beobachten, wie viel es regnet. Aber erst nehme ich eine schöne lange Dusche. Das ist ja wie, also so ein bisschen wie Sims 4 nachhaltig leben. Das ist ja wirklich nice. Zur Reparatur der Hütte werde ich wohl jede Menge Zeit und Ressourcen benötigen. Naja, selbst ist der Sim. Wenn du die Hütte einrichten möchtest, muss dein Sim einfach 3 neue Gegenstände dort platzieren. Hier gab es eine Toilette und das hier war die Dusche, ne? War das die Dusche? Nee. Wo ist denn die Dusche? Ich weiß jetzt nicht. Hä? Wartet mal. Ich bin sorry. Warte mal. Erstmal, bevor wir was anderes machen, ja? Okay, okay, okay. Lass uns erstmal schauen, dass wir erstmal die Grundbedürfnisse erfüllen. Und das ist erstmal Hygiene. Und Hygiene geht nur mit einer Dusche hier. Oh no.
Okay, es gibt hier auf jeden Fall Duschen und sowas, aber ich glaube, dass unsere Ressourcen nicht ausreichen. Kann das sein? 810 Ressourcen braucht das. Okay, aber dann ist das ja in Ordnung, weil dann können wir das aktuell gar nicht in irgendeiner Form bedienen, weil also wir einfach die Ressourcen noch nicht haben. Außerdem ist unsere Energy ein bisschen low, dann können wir uns hier nochmal hinlegen und ein bisschen uns ausruhen. Automatische Fackeln mache ich mal alle an. Einfach, damit die ausgehen, wenn wir schlafen. Weil ich glaube, ab 9 Uhr müssen wir doch arbeiten, oder? Zumindest stand das doch irgendwo. Bin überfordert. Ab 9 Uhr müssen wir arbeiten. Also, wir sollen die Hütte möblieren. Das ist ja schön und gut. Ich bin einfach nur verwirrt darüber, ne? Was ist das denn? Es gibt hier noch einen Schreibtisch, aber was soll mir bitte ein Schreibtisch helfen, Leute? Wir hätten hier noch einen Spiegel. Den könnte ich platzieren. Vielleicht hier neben die Tür? Wie sieht's denn bei dir aus, lieber süßer Orang-Utan? Du sammelst hier gerade was, oder? Du musst doch auch bestimmt bald zum Job. Vielleicht können wir dich, wenn du wieder wach bist, die Mechanikfähigkeit jetzt doch wieder leveln lassen, weil jetzt sitzen wir ja drinne und das bedeutet, dass wir ja geschützt sind vor Wind und Wetter und vielleicht können wir dann die Fähigkeit besser ausbauen. Oh ja, aber er levelt die Mechanik nicht, oder? Doch, er levelt die Mechanik wieder. Sehr geil. Okay, cool. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Leute. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Können wir nicht hier doch im Wasser irgendwie schwimmen gehen? Geht das irgendwie? Ah, wir können schwimmen gehen. Sehr gut, dann können wir uns doch noch ein bisschen sauber machen. Ich hatte schon irgendwie befürchtet, dass wir hier eine Dusche brauchen, die wir noch nicht bauen können, weil wir noch nicht genügend Ressourcen haben. Ja, ein Mechanikpunkt. Sehr gut, dann kannst du das Buch wieder weglegen und dann kannst du dich erstmal ja ins Wasser begeben und deine Hygiene aufleveln. Und Harndrang kannst du auch loswerden. Na wunderbar. Na ist das nicht schön, dass du ins Wasser machst? Na wunderbar. Guck mal bitte, dass du dann hier auch nochmal das Holz hackst. Es wird Zeit, dass David nach Nahrungsmitteln und Ressourcen Ausschau hält. Er muss zur Arbeit. Alles klaro. Dann auf geht's, Boy. Aufstehen. Auf geht's zur Arbeit. Ich glaube, der Affe geht jetzt auch, ne? Vajata geht jetzt auch zur... Nee, Vajata geht gar nicht. Ach, das ist erst um 11 Uhr. Hat sie erst den Job zur Müllschleuderin. Alles klaro. Viel Spaß bei deinem Job, lieber Daniel. Have fun. Bring mir was mit. Es wird Zeit, dass Vajata nach Nahrungsmitteln und Ressourcen Ausschau hält. Na, dann mach dich doch mal los, süße Maus. David hat sich alle nötigen Fähigkeiten angeeignet, um als Korbflechter zu arbeiten. Wenn man auf einer einsamen Insel überleben möchte, muss man so einiges hin und her tragen und nützliche Behälter wie Taschen oder Kisten sind Mangelware. Aber was ist mit den Büschen dort drüben? Wenn sie doch nur irgendwie miteinander verwoben wären, was für eine großartige Idee. Dann war das Fach unter Wasser. Wasserbeben in der Schule wohl doch noch für was gut. Heute hat David 63 Essen und 98 Ressourcen nach Hause gebracht und erhält einen Bonus von 126 Essen und 196 Ressourcen. Absolut gorgeous. Das finde ich sehr, sehr nice. Wir müssen jetzt Mechanik, Logik und Kreativität müssen wir so ein bisschen leveln. Wir haben ja jetzt pausiert, ne? Perfekto. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Baumodus. Wartet, wartet. Wo ist unsere Hütte? Wo ist unsere Hütte? Die war hier hinten, ne? Können wir jetzt vielleicht die Dusche platzieren? Das wäre irgendwie nice. Oh, ein Sofa. Oh ja, ein Sofa fehlt hier draußen. Ist das hier überdacht oder so? Ja, ne? Das ist überdacht. Ja, ja, das ist überdacht. Oh mein Gott, das ist ja so nice. Schaut mal, Leute, jetzt haben wir hier sogar ein Sofa. Wir haben ein Sofa, Leute. Geilo. Komm, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen rumsitzen. I like that. Und dann können wir hier doch bestimmt auch faul rumsitzen. Ja, wie geil, das geht sogar. Wir können hier faul rumsitzen und wir können Nickerchen machen. So, und dann würde ich sagen, können wir jetzt auch nochmal hier ein Feuer anzünden und vielleicht was zu essen machen, weil dein Hunger ist, glaube ich, das, was wir als erstes stillen sollten. Reicht das jetzt, wenn wir einfach Sachen platzieren? Ich bin ein bisschen verwirrt, ne? Also ich sag's, wie es ist. Ich habe jetzt nochmal so einen Stuhl hier platziert. Ach, tatsächlich! Drei Sachen hätten wir nur platzieren müssen. Die schattige Lagune, Kapitel 7. Na, da hätte ich das mal am Anfang gewusst. Komm schon, Bubi, lass uns die Insel erkunden. Ich weiß, dass du hier ein paar Freunde hast, die du mir verheimlichst. Wenn ich auf die Schöpfer der Statue treffe, komme ich mit Bubi sicher leichter an sie heran, ohne dass sie gleich ungemütlich werden. Mit Statue erkunden. Okay, dann lass uns die Statue nehmen. Und dann brechen wir tatsächlich auf und erkunden nochmal die Insel. Das ist ja mega spannend. Okay, perfekt. Er hat sie im Inventar. Und jetzt können wir... Warte. Wir wollen einfach nur erkunden, oder? Oh mein Gott, Leute. Jetzt bin ich ein paar Minuten hin und her gereist und hatte keine Ahnung, was ich machen muss. Ich bin jetzt wieder auf meinem Heimatgrundstück. Ich muss einfach hier hinten auf einen unbekannten Pfad klicken und dann erkunden klicken. Ich bin hin und her gereist und bin so ein bisschen verwirrt. Also es hat mich jetzt gerade ein bisschen verunsichert. Aber hey, Leute. Hauptsache, ich habe es gefunden. Urzeitlicher Schrei. Holy, okay, mal sehen, ob wir jetzt die Eingeborenen treffen. Dangerous, maybe. Oh.
Der Tisch in diesem zerstörten Schrein scheint wie für Bubi gemacht. Okidok. Dann schneiden wir uns hier mal durch. Das ist so eine ganz alte Ruinenstadt hier, ne? Das ist schon mega nice gemacht. Also, dann schneiden wir diesen furchtbaren Bambus hier weg. Okay, dann kriegen wir sogar noch ein paar Ressourcen, siehst du? Dann klappt das doch auch. Und dann können wir die Statue hier aufstellen. Oh mein Gott, ich find's so großartig. Oh mein Gott, passiert jetzt irgendwas? Oh mein Gott. Da ist eine Tür aufgegangen. Wow, wer braucht schon Fernsehen, wenn man Geheimgänge in alten Gemäuern durchforsten kann? Diese Inselarchitekten. Du bleibst hier, Bubi. Es war schön mit dir. Außer natürlich, als du mich um die Ecke bringen wolltest. Wow. Keine Sorge, ich vergebe dir, denke ich mal. Es fällt mir nicht leicht, ihn einfach hier zu lassen, aber ich muss weiter. Meine Rettung könnte bereits hinter dieser riesigen Tür liegen. Es geht weiter und wir können hier reingehen. Aber Leute, soll ich euch was sagen? Soll ich euch wirklich was sagen? Das machen wir beim nächsten Mal. Wir erforschen den Dschungel und wir erfahren, was hinter diesem großen Tor ist. Und das erfahren wir beim nächsten Mal. Oh mein Gott, dass ich das einmal hier auf diesem Kanal sagen kann. To be continued, Fortsetzung folgt. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wow! Bin ein bisschen gehypt über mich selbst, ne? Aber ich find's richtig cool. Ich find's so krass, was wir erreicht haben heute. Wir haben ein eigenes Haus. Wir haben den Orang-Utan, die liebe Vajata, die bei uns lebt. Einfach unsere Mitbewohnerin. Und wir konnten die Statue, die wir gefunden haben, an den rechtmäßigen Platz hier im Dschungel bringen. Und dann hat sich auch noch eine riesige Geheimtür geöffnet. Und jetzt können wir einfach weiter erforschen. Wir können erkunden, Leute, erkunden. Aber das, ihr Lieben, gibt's beim nächsten Mal, wie gesagt. Und da freue ich mich auf jeden Fall richtig arg drauf. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Hinterlasst mir gerne ein Like und einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Falls ihr Hinweise oder Tipps mir geben wollt oder mir Feedback zum Gameplay geben wollt, sehr, sehr gerne auch damit runter in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal. Das ist kostenfrei und ihr supportet mich. Klickt die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video live geht. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei unseren Inselgeschichten. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute, ne? Bis dahin, bye! Yeah.